Mein Name ist Christian Jeffall, ich bin Projektleiter des Projekts Digitale öffentliche Verwaltung und in dem beschäftige ich mich hauptsächlich mit künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung. Ich schaue mir also an, wie sich unser Leben verändert, Algorithmen bei der Polizei, Roboter in Stadtbibliotheken und untersuche, wie sich unsere Verwaltung langsam automatisiert und Amtsverwalter mehr Möglichkeiten haben durch technische Systeme. Wer seine Steuererklärung abgibt, wird beim Finanzamt von einem Risikomanagementsystem geprüft und das System entscheidet, ob man seine Belege vorlegen muss oder nicht. Genauso werden Polizeistreifen heute nach sozusagen hauptsächlich auch durch Algorithmen mitgeprägt, die Wahrscheinlichkeiten von Verbrechen berechnen und auf einer Karte darstellen. Meine Forschung motiviert die positive Gestaltung dieser Technologien, denn sie bergen viele Möglichkeiten, aber auch Gefahren. Und ich will Leitlinien aufsetzen, an denen sich diese Systeme orientieren können. Zum Beispiel das Buch Künstliche Intelligenz von Klaus Mainzer, Manuela Lenzen oder die Blogreihe vom HIC.